Hallo meine Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, Kai, und ja, ich hab ganz viele Fragen bekommen bezüglich des Android Wear Betriebssystems, und ich möchte euch heute mal ein paar kleine Tipps zeigen, wie ihr ja mit eurer Android Wear zurechtkommt und euch so auch ein bisschen aufzeigen, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also es ist nicht so Plug and Play und es funktioniert. Nee, es ist halt keine Apple Watch, sag ich mal ganz ehrlich. Aber es, ja, ich finde es geiler. Also ich finde Android Wear geiler. Man muss aber auch damit zurechtkommen. So, Voraussetzung für dieses Video ist für euch ist einfach, ihr habt eure Uhr schon installiert. Das heißt, ihr habt die Uhr gestartet, habt das App Wear OS installiert. Dieses aus dem Play Store. Und ja, habt eure Konten synchronisiert, eure Apps synchronisiert. Das macht sie alles automatisch. Ja, und dann geht's jetzt mal los. Eine einfache Frage, die zuerst kam, ist: Wie ändere ich denn eigentlich mein Watchface? Also Leute, es ist eigentlich ganz einfach. So, ganz viele Nachrichten. Ihr bleibt lange drauf und dann könnt ihr hier. Wofür Effekt? Ihr bleibt lange auf eurem Watchface drauf und dann könnt ihr euch zu eurem nächsten Watchface wischen. So, habt ihr das Schöne nicht gefunden, was dabei ist? Geht ihr in eurem Play Store, das macht ihr hier, fixiere, genau, das macht ihr hier und dann könnt ihr euch ein neues Watchface aussuchen. Habt ihr immer noch keins gefunden, geht ihr in den Play Store und sucht euch einfach ein hübsches aus und installiert das. Ich habe für meinen Teil das Weihnachts. Och Leute, das gibt's doch nicht. Vorführeffekte sind echt das Letzte, oder? Also ich habe für meinen Teil, um das mal zu zeigen, das Weihnachts-Watchface installiert. So, hübsch, oder? Kommt auch immer die Fehlermeldung. Also die meisten Watchfaces im Store sind einfach mit Werbung überladen. Es sei denn, ihr kauft euch das, dann habt ihr keine Sorge. So, die es nicht wissen, ihr könnt nach rechts wischen bei Android Wear. Da kommt ihr in eure Statusseite. Auf eure Statusseite, da habt ihr allerhand Informationen, die Google denkt, die wichtig für euch sind. Heute 19 Uhr oder nächste Termin. Das Wetter bei mir. Dann noch hier ein paar Erinnerungen und ein Spruch. Und das kann man natürlich personalisieren. Man kann auch dieses Okay Google hier entrichten. Genau. Man hat dann hier eine Statusanzeige, wenn man nach links wischt von euren Fitnessdaten. Nach oben wischen kommt ihr in euer Nachrichtenmenü. Und nach unten wischen kommt ihr in eure Statusseite, auf eure Statusseite, wo ihr Schnellzugriffe habt von Apps. Und wenn ihr den Musikplayer geöffnet habt, habt ihr hier noch so eine extra Anzeige für euren Musikplayer. Hier unten die Statusinformationen, Bluetooth. Wenn es an ist, habt ihr dort noch das WLAN stehen, die Akkuanzeige und Einstellungen. Da kommt ihr auch hier drüber rein. So, ich arbeite hinter der Kamera. Das ist echt, echt schlimm. Ich treffe einfach nicht. Ihr könnt aber auch die Taste benutzen und dann kommt ihr in euer Menü. Das ist eigentlich bei fast jeder Android Wear Uhr so, dass ihr eine Taste habt, mindestens eine, die euch ins Menü bringt. Und dort kommt ihr auf die gleichen Sachen. So, ich gehe nochmal ins Menü. So. Und dann kommt ihr ins Menü, genau. Und dort habt ihr auch wieder die Einstellungen. Und dort könnt ihr euch dann personalisieren. Wo wir gerade noch bei den Watchfaces waren. Es gibt noch einen anderen Weg, Watchfaces zu installieren. Das ist, ihr geht direkt über den Play Store, gebt Watchfaces ein und dann installiert euch das, die Watchfaces. Die synchronisiert es irgendwann in der nächsten halben Stunde mit eurer Uhr. Das ist so mein Fall gewesen. Das dauert immer ein bisschen. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, der Personalisierung eurer Uhr. Also das könnt ihr einmal mit der Optik machen, das heißt mit den Watchfaces. Genau, wenn ihr eine,
Wenn ihr eine Smartwatch habt von Wear OS mit AMOLED-Display, dann kreiert es euch immer ein Always-On-Display aus dieser Anzeige. Das ist immer anders, je nachdem, was ihr für einen Watchface habt. Das könnt ihr auch ausstellen von der Optik her. Das machen wir jetzt mal. Wir wischen nach unten, das haben wir uns gemerkt, in die Statusseite, auf die Statusseite, dann gehen wir auf Einstellungen. Dann gehe ich mal runter auf die Anzeige. Das ist der einfachste Weg, das zu personalisieren. Das könnt ihr auch euer Ziffernblatt ändern. Das ist wieder die gleiche Anzeige, die wir schon hatten. Warum es jetzt auch immer diesen Mist gemacht hat hier. Was habe ich eingestellt? Die Anzeige könnt ihr euer Zifferblatt ändern, die Helligkeit anpassen. Dann könnt ihr eure Schriftgröße anpassen in groß. Na, groß. Das habt ihr jetzt gesehen. Das ist wirklich groß. In Mittel. Das dauert ein bisschen. Und ich nehme es gerne für diese kleinen Displays klein. So. Dann könnt ihr euer Display einstellen, dass es euer Display ausschaltet und nicht dieses Always-On-Display reingeht. Das ist natürlich gut, wenn ihr Akku sparen wollt, weil das Always-On-Display verbraucht auch Strom. Dann könnt ihr eure Touchscreen-Funktionen sperren. Das heißt einfach nur, die Bildschirmsperre geht rein. Heißt, euer Always-On-Display geht an oder der Bildschirm geht aus. Wer es braucht, soll es machen. Dann gehen wir weiter zu den Bewegungen. Dort könnt ihr zum Neigen, zum Aktivieren neigen. Das heißt, wenn ihr eure Uhr gerade im Always On habt oder aus habt, dann neigt ihr die Uhr und dann geht's an. Ruhemodus durch Antippen beenden. Das heißt, ihr macht dann einen Doppeltipp und dann ist die Uhr aufgewacht. Handgelenkbewegungen, das habe ich ausgestellt. Das frisst auch eine Menge Strom. Das ist, ihr könnt euch durch Menüs scrollen, indem ihr das Handgelenk dann so neigt. Vor und zurück. Und ihr könnt aber auch das Watchface ändern, indem ihr die Uhr richtig mit dem Handgelenk hin und her schüttelt. Anleitung gibt es dazu. Also das könnt ihr bei Bewegungen personalisieren. Ich habe das meiste aus, weil es einfach sind Stromfresser. Es sind richtige Stromfresser. Was gibt es noch zum Personalisieren? Das war es eigentlich an der Uhr. Also an Android Wear. Ihr könnt durch Apps vieles machen und durch Watchfaces, weil auf den Watchfaces habt ihr verschiedene Anzeigen, auch Fitnessdaten und Höhendaten. Da macht ihr eure Uhr auch richtig, richtig schön. So, um es mal noch einfach zu sagen, ihr könnt, das ist eine normale Uhr, eine Android Wear Uhr. Das heißt, ihr könnt auch euer Band wechseln. Ihr nehmt euch ein stinknormales 20 mm Band. Hier bei dieser Uhr, bei manchen ist es 22 mm. Ich hatte auch, glaube ich, schon eine, die hatte ein 16 mm Band, warum auch immer man 16 mm nimmt. Das ist ja echt klein. Genau, und wechselt das. Ganz einfach. Ich mache mal das hier wieder rein in meinen Ständer. Ja, so, genau. So. Das wäre der Punkt Personalisieren. Ihr könnt natürlich auch noch andere Sachen personalisieren. Das heißt, da springe ich jetzt schon mal wieder rüber zu den App-Berechtigungen und Benachrichtigungen. Das ist ja was, was immer extrem nervt. Eine App ploppt auf, hier eine Einstellung, wie zum Beispiel hier diese Uhr. Wenn ich die reinmache, na, jetzt gerade nicht, dann muss ich mal umstellen. Dann habt ihr das vielleicht noch im Kopf. Jetzt habe ich das umgestellt. Jetzt will ich das wieder zurückstellen. Und dann Katsching, Werbung. Ich weiß nicht, wie oft das noch kommen wird. So, das könnt ihr alles ausstellen. Erstens, manche Sachen sparen Akku, gerade bei den Fitness-Apps, dass ihr nicht zwei, drei Fitness-Apps parallel rechnen habt im Hintergrund, dass ihr nicht von zwei, drei Fitness-Apps automatisch die Zusammenfassung bekommt und dass eure Daten nicht an Fremdserver hochgeladen werden. Das könnt ihr ausstellen. Ich zeige euch mal, wo das geht. Ihr geht auf Einstellungen. Dann auf Apps und Berechtigungen. App-Berechtigungen. Und dort wähle ich jetzt mein Christmas Watchface aus. Und das hat keine. Dann ist es einfach mit Werbung vollgepumpt.
Was nehmen wir denn mal für eine App? Ja, nur mal das hier. Das kann auf euren Speicher zugreifen. Ihr könnt sagen, nö, soll nicht auf meine Urspeicher zugreifen. Dann, was nehmen wir denn hier? Ach ja, was haben wir denn? Ein Bug. Ja, der Play Store nervt euch. Dann kann der nichts mehr machen. So. Trotzdem ablehnen. So, also kann nichts mehr machen. Schön. Ihr könnt alles ausstellen. Ja. Ich habe die Uhr halt zurückgesetzt, deswegen habe ich jetzt gerade keine Berechtigungen. Aber wenn ihr irgendein Programm habt, was euch nervt, zum Beispiel, dass ihr Google Fit nutzt und hier ich bei dieser Uhr, bei dieser Tickwatch, habe noch die Tickwatch eigene, nicht Tickübung, Tickgesundheit, dann könnt ihr die Berechtigungen alle von Tickgesundheit entziehen und macht das alles auf Google Fit. Es ist möglich oder andersrum. Das ist euch überlassen. Springen wir mal weiter. Konnektivität. Ihr habt bei eurer Smartwatch immer die Möglichkeit, über Bluetooth alles Mögliche damit zu verbinden. Es ist die Frage, ob es sinnvoll ist, ob sich das lohnt. Zum Beispiel ein Bluetooth-Brustgurt könnt ihr hinzufügen, aber dann braucht ihr auch die Fitness-Apps dazu, die darauf zugreifen können. Das müsst ihr dann haben. Oder ihr wollt Musik über eure Armbanduhr hören, ihr wollt autark damit rumlaufen, wollt ihr euer Handy nicht immer mitnehmen, dann könnt ihr Bluetooth-Kopfhörer anschließen und ich zeige euch das jetzt mal. Ihr geht auf Einstellungen, Konnektivität, dann geht ihr auf Bluetooth und verfügbare Geräte. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht ausgeschaltet. Ich nehme jetzt mal zur Repräsentation meinen Bluetooth-Lautsprecher. Sieht aber aus, als wenn er sich ausgeschaltet hat. Powering on. Powering off. Powering on. On. Ready to pair. Ready to pair. Pair. Na, nee, du sollst dich neu. Ready to pair. Es soll sich neu paaren. Moment. Jetzt geht's los. Nein, die nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Da ist er. Mein Lautsprecher. Paired. Paired. So. Jetzt hört ihr schon, die Musik geht los. Oder hört das nicht? Ich habe jetzt was Seichtes drin. Yeah. So, warum es jetzt das abspielt, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich spaßig. So, GEMA lasst grüßen. Das ist eigentlich mein Vorführlied. Genau, mein Vorführlied. Und jetzt könnt ihr in eure Musik-App gehen. Mit ein bisschen Hintergrundmusik natürlich, ne? Jetzt wollt's ins Schlafen gehen. Play Music. Ich glaube nämlich, ich weiß, woran das liegt. Ich habe zwei Musikplayer installiert, um euch das zu zeigen. Ja, da ist es. Also, da springen wir doch gleich mal zum nächsten Punkt. Warum habe ich was hinzugefügt? Warum habe ich einen Bluetooth-Lautsprecher hinzugefügt? Ein ganz großes Problem, eigentlich sollte ich das zuerst machen, aber es ist mittendrin, ist das Problem, ihr habt eine Smartwatch mit internen Musikspeicher. Aber Google Wear ist nicht so freundlich wie zum Beispiel Samsung mit seinem eigenen Betriebssystem auf der Uhr oder Apple, dass ihr die Uhr einfach anschließt und schon könnt ihr auf den internen Speicher zugreifen. Nein, das macht Apple nicht. Nee, das macht Apple nicht. Apple macht manches nicht. Das macht Google nicht. Nein. Ihr müsst entweder den Play Store runterladen, den Google Play, also Google Play Music. Gehen wir mal drauf. Die habe ich hier auch drauf. Google Play Music. Und dort habt ihr eure Musik. Und die müsst ihr erstmal hochladen. Die lädt es jetzt automatisch hier in eure Cloud hoch.
und von eurer Cloud lädt es das automatisch auf eure Uhr runter, wenn ihr das wollt. Zeigt es euch an, es fragt euch, ich mache das mal ganz kurz, dann habt ihr hier die Anzeige, Play Music, ich hoffe es funktioniert jetzt. Ach, echt jetzt, die Steuerung, nur heruntergeladene ansehen, nein. So, ihr habt Probleme, ja genau, ihr habt eure Musik, so, Interpreten, Alben, so. Und dann habt ihr eure gekauften Sachen oder eure Alben, die ihr auf dem Handy habt. Und es fragt euch, ob es die runterladen darf, hier auf, mit dieser Taste. Und erst dann, wenn es runtergeladen ist, dürft ihr das abspielen auf eure Uhr. Das ist schlau gemacht, so hat Google alle Daten in seiner Cloud. So habt ihr Schwierigkeiten beim Runterladen. So, ich habe mich für eine andere Musik-App entschieden. Es gibt noch die Wear Media-App. Ich kriege kein Geld von denen, aber es ist praktischer, weil das ist einfach schön. Ihr installiert die Wear Media App auf eurem Handy, findet ihr im Play Store, gebt einfach Wear Media ein. Dann habt ihr hier euer Handy und die Musik, die auf eurem Handy ist, in einem rudimentären Ordnersystem. Da so geht ihr in den Ordner rein und geht auf dieses Kopieren-Symbol. Und wenn ihr da drauf geht, synchronisiert das mit dem App, was es schon hier draufgeladen hat. Ihr wisst doch, wie das funktioniert, hoffe ich. Ihr installiert eine App, geht auf den App Store und geht auf das App, das es hier installieren soll. Ansonsten zeige ich euch das gleich nochmal. Gleich danach. Ihr kopiert das und schon nach... Also ich habe festgestellt, es dauert schon bis zu 10 Minuten, bis ihr das auf der Uhr habt. Also ihr solltet schon Geduld mitbringen, weil es über Bluetooth rüberspielt und das dauert nun mal. Und dann könnt ihr hier von der Uhr Musik abspielen, Leute. Ihr könnt Musik abspielen. Ihr könnt auch hier weiter und zurück, ne, so. Und das ist einfach toll, da könnt ihr über... genau, also die Futures sieht ihr ja von dem App, es ist einfach toll, spulen, mit rüberwischen. Jetzt habe ich zu viel gemacht. Na. So, ein bisschen Geduld, ein bisschen länger drücken. Da könnt ihr spulen. Das ist cool. Das ist mal für eine Touch-Uhr gemacht. Genau, besser als von Google. So, was wollte ich euch jetzt zeigen? Ihr habt Apps installiert auf eurem... Ich mach's mal aus. Stört. So, also ihr habt Apps installiert auf eurem Handy und wollt die gerne auf der Uhr haben. Das macht ihr, indem ihr auf eurem Play Store geht. Da. Dann öffnet sich der Play Store. Seht ihr das noch? So, fixiere bitte die Uhr. Und dann habt ihr ganz unten Apps auf meinem Smartphone. So, ich habe jetzt ein Watchface runtergeladen auf meinem Smartphone. Das muss ich noch auf die Uhr runterladen. Und das macht ihr hier, auf dieser Taste. Es zeigt es euch, wie gesagt, nur im Play Store an. Also wenn ihr mal in den Play Store geht und denkt, ihr wollt jetzt ein schönes App für eure Uhr installieren, auf dem Smartphone, dann müsst ihr erst noch diesen Schritt gehen und in den Play Store gehen. So, was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Ja, Freunde, die Google Pages Einrichtung mache ich in einem separaten Video, um euch nochmal alle Möglichkeiten auch zu erklären. Ich denke, dass das morgen oder übermorgen kommen wird. Und ansonsten, hat es euch gefallen, lasst ruhig einen Daumen da. Und ja, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann ist auch schön. Was kann ich noch dazu sagen? Leute, vielen Dank fürs Zugucken und habt Spaß.